Hallo meine Pokéfreunde, Pokénetten, willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Wir sind hier noch in der ersten Stage oder beziehungsweise hier noch am Garten. Also Vorgarten, wie auch immer. Ich glaube, das ist sogar Vorgarten, nicht der Garten. Oder ist es der Vorgarten? Ich weiß nicht, auf jeden Fall willkommen zu einer tollen Folge zurück. In der letzten Folge war es vielleicht ein bisschen komisch, wie ich geredet habe. Und ich weiß, ich habe hin und wieder mal nicht gewusst, was ich sagen sollte. Aber wir verstehen, es bei so einem Spiel weiß man auch nicht genau, was man so sagen soll. Weil so viel muss man gar nicht erzählen. Also nicht so viel muss man gar nicht erklären, weil das Spiel ist... Soweit ich... Also so finde ich es... Ich finde es sehr selbsterklärend. Selbst wenn das jetzt japanisch wäre, das Spiel. Ich denke, ich würde es so oder so irgendwann hinbekommen. Vor allem den Anfang. Der ist ziemlich einfach. Später kann man es vielleicht nicht mehr hinbekommen, wenn man dann auf Japanisch spielt. Dann checkt man es vielleicht nicht. Und glaub mir, ich weiß, ich habe schon mal japanische Spiele gespielt. Ich weiß noch, damals, ich habe mal Mario Luigi Bowser Story auf Japanisch gespielt. Einfach weil ich, ja, auf jeden Fall habe ich das so gespielt und ich habe einfach gar nichts gecheckt. Da war ich aber noch ziemlich jung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das Japanische spielen konnte, aber ich konnte es, ja. Hat nicht sogar die DS Rejoin. Egal, ich schweife vom eigentlichen Spiel ab, was wir alle spielen. Mario Luigi hat ja gar nichts mit Zombies zu tun. So, wir können uns gleich hier diese Agnezucker-Erbsen holen. Die sind genauso wie die, nur kosten fast das Doppelte und verlangsamen die Gegner. Ja. Oh, da kommen noch mehr. Von wo kommt das eigentlich? Und ich habe nachgeguckt, der Sound ist zwar ein wenig laut, aber ich bin lauter, von daher passt das schon. Ja, packen wir den mal irgendwo hier hin. Man sieht das. Was macht der für ein Zombie? Oder irgendwie sowas. Die laden sich auch schneller auf als die Erbsen. Das ist ziemlich gut. Nehmen wir mal hier eine Erbse. So. Da. Also ja, so ein Sound. Und das macht ihr dann langsam. Man macht sie blau. Und dann so langsam. Oh shit. Gib mir Sonnenenergie. Dieses Soundteil. Ich konnte auch nicht die Kommentare lesen, da ich das direkt nachraum nehme, also entschuldige mich. Ich werde in der nächsten Folge mal gucken. Ich denke nämlich, wir werden in dieser Folge die erste Stage durchschaffen. Also ich glaube, wir sind gerade hier beim Vorgarten. Ich weiß es aber nicht so genau. Weil ich weiß nicht genau, ob man auch später in den Garten kann. Das kann sein. Bin mir aber nicht sicher. So. Auf jeden Fall. Oh, ich dachte mir schon, wo frisst du denn? Von dort vorne. Der hat es nicht mal geschafft. Ey, die sind richtig stark. Oder wir sind einfach zu stark für den Anfang. Und ihr seht schon, wir haben diesmal zwei Wellen. Und ich weiß, meine Maus ist riesengroß und sehr störend, aber ich kann es halt einfach nicht kleiner machen. Es geht aber nicht. Oh shit, jetzt sehe ich es erst. Mach ihn down! Da kommt noch einer, Alter! Das gibt's doch nicht. Machen wir hier so einen hin. Warum nicht? Kartoffelmine. Genau so hieß es nicht. Eine Kirschbombe hätten wir zur Not auch, falls alles schief geht. Naja, ich finde, das Spiel ist ziemlich einfach. Es gibt zwar auch einen Endless Mode, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan von Endless Modes, muss ich sagen. Einfach, weil ich jetzt keinen Bock habe, weil vor allem bei einfachen Spielen Endless Modes ist halt ziemlich langweilig. Aber jo, wer Spaß hat an Endless Modes? Den Leuten gönne ich es natürlich. Ich habe es auch mal geschafft, richtig viele Sonnenenergien am Ende zu haben. Weiß nicht, wann das war, aber ich habe es mal geschafft. Ja, keine Ahnung. Oh, okay, nice. Ups. Ach, by the way, ihr könnt übrigens hier das hier rumschieben. Ich habe aus Versehen rausgeklickt. Das passiert aber bei so einem kleinen Bildschirm. Wenn ich dann so hoch gehe, dann klicke ich raus. Das ist halt ziemlich nervig. Nicht, dass es ein Browser-Spiel ist oder so, aber trotzdem, das ist hier so ein ganz kleines Fenster halt einfach. Das ist halt ziemlich doof.
Finde ich zumindest. Oder habt ihr da keine Probleme? Also klar kann man das auch Vollbildmodus machen, aber dann ist es nicht. Das ist einfach nur hier so. Halt so wie ihr es gerade seht, mehr oder weniger. Es wäre halt für mich nicht besser. Sondern eher schlechter, weil ich spiele ungern im Vollbildmodus. So, machen wir so mal. Brains. Also ich spiele sowieso nie gerne. Oh, shit. Nie gerne so im Vollbildmodus. Das ist halt nicht einfach nicht so meins. Weiß nicht, wie ihr da so seid. Ich bin immer im Fenstermodus. Das ist, damit ich immer unten in meiner Taskleiste irgendwo hinklicken kann. Das ist mir halt wichtig. Aber so klein, meistens mache ich es eigentlich so, dass ich das selber skaliere. So wie ich mir halt passt. Aber bei vielen Spielen, so wie dieses hier, geht es leider nicht. Und wir sind schon bei der zweiten Welle. Die letzte sogar. Und später kann man sogar 3 bis 4 Wellen geben. Weiß ich nicht so genau. Kann sein. So, jetzt sollten wir aber richtig gut bewaffnet sein. Die haben keine Chance. Hier. Kaboom. Keine Chance. Das war's. Die sind jetzt down, haben einfach verkackt. Und die Wellen werden auch immer länger. Also, ja. Merkt gerade. Und das war's. Oh, oder? Oh, 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 wird das aktivieren? Ja, boom. Oh, was kriegen wir da? Eine Piranha-Pflanze oder wie es aussieht. Was ist es denn? Ein Schnapper! Verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Okay. Ach, stimmt. Die verschlingen einfach 10 Jahre lang. So, und jetzt können wir endlich mal unsere Pflanzen wählen, die wir, wie wir wollen. Und haben sogar einen Pausebildschirm, ja. Das sind alles, hier sieht man alle Slots von den ganzen Zombies, die es gibt. Die Sache ist, unten, ich glaube die untere Reihe, die ist dafür für DLCs. Kann man das so nennen? Nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall für welche, die halt kaufbar sind. Beziehungsweise, also halt in-game kaufbar. Für Coins, diese Coins, wenn du die aber schneller haben willst, kann man die auch mit Geld kaufen. Wie auch immer, nehmen wir mal. Ich möchte dir mal zeigen, deshalb nehme ich den auch mal mit. Ich weiß nicht. Ich würde sagen Kartoffelmine, weil ich bin ja jetzt nicht so ein großer Fan von der Kirschbombe. Ich hätte zwar jetzt, ich würde zwar euch jetzt fragen, was eure Lieblingspflanze ist, aber ich glaube, das wäre so ein kleiner Spoiler schon. Ich frage euch jetzt einfach in den nächsten Tagen. Also ich gehe davon aus, wir werden so 15, 20 Folgen brauchen für das Play. Und ich werde nicht irgendwo mitten im Level das ein Video abbrechen. Wenn, dann machen wir das Level auch schon durch. Ist mir egal, ob es lange wird oder nicht. Wenn, dann machen wir es. Allerdings, wenn jetzt die Folge um 18 Minuten ist und wir hätten jetzt noch Zeit für ein Level, dann machen wir nicht weiter. So, okay. Brains. Brains. Keine Chance. Komm, gib mir genug. Ah, gib mir! Alter. Das hasse ich halt einfach. Manchmal, genau dann, wenn ich was brauche, kriege ich nichts. Das ist super. Richtig super. Aber es kommt gerade nicht viel. Das ist nur eine Welle. Dafür wird die wahrscheinlich groß sein. Ich gehe davon aus. Könnten wir eine Walnuss aufbauen? Machen wir mal. Ja. So, und dann machen wir noch Kartoffelmine hier vor, weil ich jetzt gerade nichts anderes habe. Um zu beschützen. Und so Sonnenblumen haben wir schon mal voll. Super. Dann will ich noch gerne die aufbauen. Nee, genau, die Schnapper. Oh, wait. Warte, dann setze ich den irgendwie vorne hin oder so. Oh, boom.
Ich weiß nicht, wo ich den Schnapper hinbauen soll. Ich würde sagen, wir machen das vielleicht so und dann hier so ein Schnapper. Das wäre vielleicht gar nicht mehr so schlecht, denke ich. Oh shit, ja, ah oh, nein. Nicht, dass der jetzt gefressen wird. Das war natürlich blöd. Oh Gott. Okay, Schnapper. Bei so einem brauchen wir wirklich einen Schnapper, weil im Moment kriegen wir die nicht so leicht down. Was? Ist durchgekommen? Okay, RIP. Der ist durchgekommen. Wie auch immer er es geschafft hat. Ja, ich kann dich nicht verteidigen, ne? Das war dumm, oder? Oh, LOL! Oh, LOL. Okay, aber ich mach das trotzdem weg. Da, so. Okay. So, und so, dann wird wieder voll. Hier ist auch wieder voll. Hier eine Walnuss. Hier eine Kartoffelmiege. Die Schnapper sind eigentlich ziemlich nützlich. Ich hab's zwar nicht wirklich oft, aber sie sind trotzdem ziemlich nützlich, muss man schon sagen. Ich verstehe nicht, warum die Zombies genauso schnell essen können mit einer Hand als wie mit zwei Händen. Das verstehe ich irgendwie nicht, aber ja. Das hat Logik des Spiels. Und eine neue Walnuss. Ich würde den halt gerne wegmachen für einen Schnapper. Machen wir mal. So. Ich hab jetzt sogar nicht mal genug gehabt, um für die ganze Runde alles vorzubereiten. Aber trotzdem, wir sind gut genug. Wir brauchen nicht mehr. Wie es scheint. Viel zu easy, mein Freund. Viel zu easy. Obwohl, da oben ist so einer. Da bräuchten wir so ein. Okay. Und das war's. Der muss doch sterben, aber der ist sehr robust irgendwie. Warum auch immer. Ach, kann er mal sterben? Er will einfach nicht sterben. Was ist für einer? Ich mag gleich einen Schnapper und dann war's das hier für dich. Zuck. Okay, und wir kriegen eine wütendere Version von unserem Erbsen-Schießer. Wie es mir scheint. Ein Dupli. Ach so, der Duplinator. Jetzt check ich es auch erst. Schießt zwei Erbsen auf einmal ab. Ja, kostet doppelt so viel und ist doppelt so stark. Das ist dich. Okay, vorletztes Level hier sind wir. Unsere Zombies, alle anderen Standard-Zombies, die wir halt einfach kennen. So, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Sollen wir so machen? Jo, machen wir das. Suchen wir das mal. So, direkt immer am Anfang eine Sonnenblume. Ich würde es auch raten, die Sonnenblume immer eine ganze Reihe voll zu machen. Mindestens eine ganze Reihe. Damit man immer sicher ist, damit man immer genug hat. Das ist wichtig. Pro-Tipps hier von Mike. Okay, was machen wir da jetzt? Oh, jetzt habe ich leider nichts. Zwischendurch. Außer diesen kleinen Schießer hier. By the way, habe ich überhaupt keine Ahnung. Also nicht viel Ahnung. Also, ich würde es eigentlich sagen wegen Garden Warfare. Und 2. Also auch im zweiten Teil. Ich habe halt keine Ahnung, warum die das den Teil gemacht haben. Also so ein 3D-Shooter. Und jetzt gar keine 2D-Shooter mehr machen. Also Shooter, also so Tower Defense Games machen. Ich verstehe nicht, warum die es nicht mehr machen. So wollte ich es sagen. Ja, ich mache immer alles kompliziert. Kennt man mich, ja. Ich bin bekannt. Nein, mich nicht, aber ja. Okay, was glaube ich ehrlich? Ich weiß es nicht. Hilfe. Yo! Dann machen wir hier so einen, damit der nicht durchkommt. Machen wir hier weitere. Oh shit, jetzt kommen da zwei. Genau dort, wo ich keine habe, kommen welche. Genau. Dann tue ich nämlich dort einen hin, wo der natürlich noch weiter hinten ist. Alles klar. So, eine Sonnenbaumblume hier. Aber es sollte down sein, ja. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem.
einen Profi wie mich. Ja. Das allerbeste PvZ-Player in ganz YouTube Deutschland, 100%. No Scam, no. Ja. Ups. Ey, das passiert immer. Ich fliege immer irgendwie aus dem raus. Das ist so nervig. Die ganzen Leute, ja, mach's doch einfach voll, will. Nee, ich will nicht. Ich weigere mich. Okay. So, jetzt kann ich überall diese Hagelzuckererbse, genau so heißt die, hinsetzen. Den Duplinator können wir auch gleich mal machen. Oh, da brauchen wir, hallo. Sonnenblumenenergie brauchen wir schnell. So. Diese Geräusche, wenn der eine einfriert. So krass. So, da kommt jetzt nicht mehr durch. Wir haben jetzt mal wieder zwei Wellen. Das heißt, es wird wieder lang. Oh, wir den Boss schaffen. Ich weiß, ich werde einfach mal reinpacken, denke ich. Haben zumindest die erste Welt durch. By the way, die können auch fressen, wenn einer dort steht. Also, weil, zumindest wenn er hier nascht, dann wird er gefressen von der Pflanze hier. Das weiß ich. So. Dum, dum, dum. Okay. We need to build a wall. Zack. So, jetzt spare ich mal ein wenig auf die Duplinator. Auf die Duplinator-Erbse. Kanone. Schießer. Ding. Etwas. Typ. Oder auch nicht. Ich mache irgendwie trotzdem. Ah, komm. Wo brauchen wir das denn jetzt gerade? Bei dem hier, denke ich. Na komm, gib mir genug. Okay. Dann los. Und jetzt seht ihr das? Er schießt zwei auf einmal. Richtig nice. Die laden auch ziemlich schnell auf, merke ich gerade. Oh nein. Okay, gut, dass wir den Hillen gepackt haben, weil gerade kommt da so ein Läufer. Aber der wird jetzt eh von mir gefressen. Oh nein, das wird der Nein! Den habe ich gerade aufgebaut. Nein, nein, fress den nicht. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ist fast tot. Alter. Shit. Ja, komm, lass. Lass mal hier unten einmachen. Oh, jetzt kommt natürlich da oben einer. Ich wollte extra unten machen. Aber ich finde, das sieht richtig krass aus. Wie der Haare da hat. Und. Ich finde einfach, das sieht richtig krass aus. Komm, wir können uns sogar noch einen leisten. Dann machen wir da oben natürlich mal einen rein. Oha, wie viele auf einmal kommen. Wo wart ihr denn? Habt ihr noch ein Nickerchen gemacht oder was? Na, kommt her. Boah, ich hätte es fast den weggemacht. Das wäre natürlich schlau gewesen, auf jeden Fall. 100%. Okay. Okay, fertig. Machen jetzt alle down. Easy. Wir haben sogar alle verwendet, die wir hier haben. Krass. Ich kann jetzt eigentlich auch zugucken, ne? Ja, komm. Wir gucken mal ein bisschen zu. Jo. Wir haben so viel. Lass mal sehen, wie viel Sonnenenergie wir am Ende haben. Das wäre lustig zu sehen. Mann! Findet ihr es eigentlich besser, wenn die Folgen länger sind oder kürzer? Ich kenne ja Leute, die finden es besser, wenn es kürzer ist, aber ich habe von vielen großen YouTubern zum Beispiel gehört, dass es Leute feiern, nicht Fans, also ja auch, aber wie auch immer. Dass es halt auf jeden Fall Leute feiern, wenn Folgen länger sind. Und jetzt habe ich wieder. Oh, jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Ich hasse das. Okay. Letzte Welle. Ja, okay, den Endboss haben wir wohl nicht mehr. Weil die Folge jetzt auch zu Ende ist.
Aber die machen wir noch easy platt. Alter, schau mal, wie viel wir haben. Und es gibt nicht mal ein Limit hier. 1000. 1000. Ich glaube aber mehr als 9999 kann man gar nicht haben. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Also halt durch normales Gameplay meine ich jetzt natürlich. Durch Cheats bestimmt. Ich weiß gar nicht, mit welcher Software dieses Spiel eigentlich gemacht wurde. Das kann ich gerade nicht sagen. Das weiß ich gerade gar nicht. Und damit sind wir ja nicht durch. Ende Todes. Komm, fress ihn auf. Fress einfach rauf. So, okay. Wir haben einen Zettel bekommen. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Pflanzen gegen Zombies. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und könnt mich auch gerne abonnieren. Das würde mich supporten. Und in der Folge noch reinschauen. Das wäre ziemlich nice. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.